Dankeschön. Recht herzlichen Dank. Erlauben Sie mir zum Schluss noch ein paar Dankesworte anzubringen. Wir haben natürlich eine Zugabe mitgebracht, wie es üblich ist. Auch eine Filmmusik, vielleicht weiß jemand von wo sie ist, wird wieder zurückgeworfen in die Jahre, wo er das gesehen hat. Es ist aus einem Louis Défilé-Film, die Gendarmen von Saint-Tropez. Bevor wir aber zu diesem Schlussstück kommen, möchte ich recht herzlich Danke sagen. Danke an die Gemeinde, die uns immer wieder unterstützt bei diversen Transporten, die uns immer wieder ermöglicht zu konzertieren. Danke den Sponsoren, die uns Geld geben, damit wir solche tollen Arrangements uns kaufen können, die nicht immer billig sind. Danke speziell dieses Mal an das Möbelhaus Handel, dass sie uns die Küche zur Verfügung gestellt haben. Ich habe gehört, sie ist schon verkauft. Aber nicht, weil wir drinnen waren. Aber sie hat jetzt einen Mehrwert. Vielleicht sollte man nochmal nachverhandeln. Danke an die Gemeinde Kautzen und an die Tillestube in Kautzen, die uns auch dieses Jahr wieder diese super tolle, riesig große Leinwand gratis zur Verfügung gestellt haben. Ein persönlicher Dank auch an Herrn Gysi, der uns immer ganz unkompliziert hilft, die Bühne mit schwarzem Material ein bisschen zu verdecken, dass wir das auch dementsprechend festlich gestalten können. Er hat uns niemals die Tür zugeschlagen, sondern immer ganz prompt geholfen. Und als Gage hat er das letzte Mal gesagt, kauft einfach Karten für das Theater und das werden wir gerne machen. Dankeschön, Herrn Gysi. Danke den Musikern und Musikerinnen und hier auch speziell den Gastmusikern, die immer wieder zu uns kommen und mit uns musizieren, dass wir die Klangfülle, die teilweise bei den Arrangements auch vorgeschrieben ist, erreichen können. Sie können sie dann im Abspann bewundern und lesen. Ja, den eigenen Musikern, dass wir das Konzert so toll auf die Bühne stellen mit Film, hier an dieser Stelle Jakob Allram und seiner ganz, ganz tollen Truppe. Mit dieser tollen Truppe wieder etwas ganz Tolles auf die Beine gestellt. Letztes Jahr mit diesen 5000 Einzelbildern, die er zusammen gestellt hat, dieses Mal mit Realpersonen diesen tollen Film zu machen. Das ist viel Arbeit, schaut dann recht locker und leicht aus, aber es muss oft immer wieder geprobt werden, weil dann doch im letzten Moment jemand wieder in die Kamera schaut, obwohl er nicht in die Kamera schauen soll. Also auch die Filmaufnahmen, habe ich gehört, waren sehr aufwendig und es ist ein tolles Produkt rausgekommen und auch zum Schluss mit dem, dass sie sich aus der Leinwand lösen und hier bei uns live tanzen unter einer tollen Choreografie von Manuela Schuster. Herzlichen Dank. Ist eine tolle Sache und ich hoffe, wir können das nächstes Jahr auch wieder anbieten. Ich habe immer so gern so Dreierräder und ich kann jetzt schon ankündigen, nächstes Jahr werden wir wieder viel Musik zum Thema haben, welchen Film wir machen, welche Moderation, na, Moderation wissen wir schon, aber welchen Film wir machen, das wissen wir noch nicht. Hier auch großer Dank an Basti Allram, Jakob Allram und dieses Mal auch an Anna Katharina Wurz, die bei der Moderationsfilmmachung auch dabei waren. Wir hatten 10-mal so viel Spaß, als sie gesehen haben. Und wir haben der Küche nichts angetan. Es sind so viele Einzelne zu bedanken, dass ich jetzt noch ein paar herausheben möchte. Nur einfach, es passt einfach irrsinnig das ganze stimmige Bild. Nicht nur hinten am Buffet mit den freiwilligen Helfern, die immer zur Stelle sind, wenn wir sie rufen. Das ist auch viel Arbeit, wird teilweise nicht so gesehen, aber von mir und von uns sicher honoriert. Danke. Wenn ich eine Idee für ein Filmplakat habe, finden sich immer Akteure, die sich dann auch abbilden lassen in den Posen und in den Rollen, die ich ihnen zugedacht habe. Und wir haben hier einen ganz, ganz, ganz tollen Plakatfabrikanten. Dankeschön an Michael Bolt. Applaus
bevor wir jetzt zum Schlussmarsch kommen, möchten uns Andi und Alex auch noch etwas sagen. Danke fürs Kommen, kommen Sie gut nach Hause.